Die Acara G3 ist eine Kamera für euer Zuhause, die aber alles andere als gewöhnlich ist. Zunächst habe ich mir auch die Frage gestellt, wer kauft denn sowas? Aber in Wahrheit muss auch ich gestehen, dass ich auch nach dieser Testphase immer noch begeistert bin und vor allem überrascht war, wie viele Möglichkeiten das in Sachen Smart Home auch bietet. Nicht nur bekomme ich jetzt hier eine tolle Bildqualität, egal ob bei Tag oder Nacht, sondern gibt es hier jetzt auch verschiedene Funktionen, die echt dafür sorgen, dass das tatsächlich einen Blick wert ist. Und günstig ist es auch noch, deswegen bleibt mal noch dran. Es unterstützt nämlich alle Smart Home Protokolle wie Alexa, Google Assistant und sogar den Apple HomeKit. Dualbandverbindungen werden hier jetzt auch unterstützt, also sowohl 5 GHz als auch 2,4 GHz. Ihr braucht euch in Sachen WLAN-Verbindung keine Sorgen machen. Außerdem kann es auch als Zigbee 3.0 Hub dienen. Also ihr könnt damit bis zu 128 verschiedene Geräte anschließen und könnt so etwas wie ein Smart Home Fenster oder smarte Glühbirnen oder Türschlosser und andere Dinge damit auch steuern. Außerdem ist da noch ein Infrarotsensor eingebaut, sodass ihr zum Beispiel auch den Fernseher damit auch ein- oder ausschalten könnt. Der G3 ist jetzt mit den Abmessungen von knapp 12 auf 8 cm eigentlich kompakt und durch diese Silikonabdeckung mit den Öhrchen sieht es zwar ganz süß aus, muss ich zugeben, ihr könnt es also in so ein Kinderzimmer einstellen, wenn ihr das denn überhaupt möchtet. Zum Lieferumfang gehört übrigens diese Bedienungsanleitung, ein wirklich übertrieben langes USB-C auf USB-A Kabel, das Netzteil und die Kamera selbst. Die kann man sich natürlich jetzt irgendwo aufs Regal stellen oder sogar auf ein kleines Stativ, denn die Unterseite hat ein passendes Gewinde dazu. Ich weiß, Kameras im Haus, da gibt es immer wieder Leute, die skeptisch sind, aber in diesem Fall habt ihr die Möglichkeit, die Kamera komplett abzudecken, indem ihr einfach hochwischt. Dann sieht das aus wie ein schlafendes Gesicht und das, was hier quasi der Mund ist, ist ein Einschubfach für die Micro-SD-Karte. Denn wenn ihr eine SD-Karte jetzt einschiebt, wird alles darauf gespeichert und eben nicht in einer Cloud in irgendwelchen wildfremden Ländern. Und warum das so cool ist, zeige ich euch gleich, wenn wir mal einen Blick auf die App werfen. Nun zu den Funktionen. Als erstes benötigt ihr die Acara App. Keine Sorge, sie ist zwar auf Englisch, was grundsätzlich immer doof ist, aber A, könnt ihr das Ganze auch über die HomeKit App steuern, das geht auch, und B, ist die App total intuitiv und übersichtlich, also gebt denen einfach mal eine Chance, es funktioniert einwandfrei. Dann sieht man nämlich als erstes ein Steuerrädchen, mit dem ich jetzt den Winkel und die Position einstellen kann. Das geht aber auch ganz modern, indem ich einfach durch das Sichtfeld in Richtung wische, wo ich hin möchte. Die Kamera kann dann aber auch Personen und Tiere verfolgen. Das hat sogar in meinem Fall erstaunlich gut funktioniert und vor allem war das sehr, sehr schnell. Klar, ohne Bewegung schafft die G3 eine Auflösung von 2304x1296, also eine reine 2K-Auflösung. Und wenn man sich jetzt aber schnell bewegt, kommt die Auflösung ein bisschen verpixelt rüber. Aber wenn ihr jetzt die Speicherkarte einlegt, landen die Aufnahmen als Endlosschleife hier unter Playback und man sieht gleich eine Zeitleiste und kann dann zwischen hellen und dunkelblauen unterscheiden, wann sich eben etwas ereignet hat. Ansonsten habe ich hier rechts die Möglichkeit, eine feste Position zu wählen oder selbst eine neue Position auch einzustellen. Dann sollte man aber unbedingt das Tracking wieder ausschalten, weil sonst weiß die Kamera einfach nicht, wo oder wie sie sich verhalten soll. Weiter gibt es aber noch eine Gesichtserkennung und auch eine Gestensteuerung. Dank künstlicher Intelligenz kann nämlich die Kamera Automation steuern. Also wenn ihr jetzt über Zigbee-Produkte verfügt oder weitere Acara-Produkte habt, man kann den Funktionen geben, wie wenn ich jetzt so mache oder so, dass halt bestimmte Dinge ausgeführt werden. Und ich habe tatsächlich keine weiteren Geräte hier im Test gehabt, aber was man so hört und liest, funktioniert das sehr, sehr gut. Aber kommen wir gleich mal zum Fazit. Grundsätzlich bin ich immer noch überrascht. Also ich war überrascht, wie gut die Auflösung ist und auch wie stabil der Stream funktioniert. Die Geschwindigkeit ist wirklich gut und so habe ich das bei vergleichbaren oder bei anderen namhaften Produkten auch viel schlechter gesehen. Vor allem, dass es auch noch als Smart Home Hub oder als Smart Home Zentrale dienen kann, ist ein absolutes i-Tüpfelchen als Feature und ich empfehle euch daher den Acara G3 Kamera Hub gerne weiter. Also wenn euch das interessiert, checkt gerne mal die Videobeschreibung.
Dort findet ihr alle Infos dazu. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr ein bisschen Feedback in die Kommentare schreibt. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs freundliche Zuschauen. Abonniert gerne den Kanal, weil dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. See ya.